Ah, genau, ich kann aber eine extra Bonzenpizza machen. Das könnte ich machen. Komm, mach das mal. Oder wird die Bonzenpizza schon gut verkauft? Auch besser Umsatz. Pizza Bonzen? Ne, wird gar nicht so gut gemacht. Gucken wir mal, was passiert bei Automatik. Achso, ich muss erst herstellen lassen. Ich sehe das vorher nicht. Ja, ich sehe das vorher nicht. Ne, dann mache ich es lieber selbst. Und zwar nach den Trends mache ich eine gute für die Bonzen. Und für die Prolls am besten auch noch. Dann sollte das relativ gut laufen. Pferdmann ist auch wieder da, sehr gut. Und danach muss ich den Ofen endlich kaufen. Das läuft ja so nett. Meine Leute müssen auch noch weiter ausgebildet werden bald. Aber gewonnen habe ich eigentlich so gut wie, wenn jetzt keine böse Überraschung kommt, also wenn die jetzt nicht was Fieses hinter meinem Rücken planen, dann gute Nacht. Was hat er eigentlich hier gemacht? Er hat es nur umrenoviert. Ich dachte, er gibt es komplett auf. Na dann, seine Entscheidung. Das läuft aber. Das läuft. Vor allem Teams hatte sehr viele. Na, Schule, klar. Das war ja klar. Na gut. Wie bunt das hier aussieht. Jeder nimmt mir hier was bisschen weg. Wie geil. Das habe ich, denke ich, auch noch nie gesehen. Cool. Fallen manchmal Gebäude ins Blick, da gucke ich gern, wie viel sie kosten. Ui, ui, hallo. Das ist neu. Mein Werbeplakat ist dadurch auch weg. Wo kann ich dafür zuschlagen? Also hier in der Nähe von dem Ding sowieso nicht. Da möchte ich später darauf zugreifen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo ich zugreife. Wo war noch eine gute Stelle für Dinge? Oha, arbeiten da wenig. Wo war noch eine gute Stelle? Das hier? Nee. Hier in der Nähe. Es gibt keine guten Werbeplakate hier, gell? Nö, na gut. Doch nicht. So, Kohle habe ich endlich. Ich mache mal etwas ganz Unprofessionelles, ganz spontan. Aufgepasst. Gehe ich aufs Klo. Behaltet für mich die Augen immer offen. Die dürfen nichts Dummes anstellen, gell? Er glaubt wirklich, dass er gewinnen kann. Doch ich werde ihn vom Gegenteil überzeugen.
So, da bin ich wieder. War irgendwas los, Besonderes? Nicht gut. Dann nicht. Nö. Hauptquartiere sind okay. Alles okay. Neue Restaurants, das ist ja das Neueste, aber sonst nichts. Ich habe nur Angst, jetzt einen Teil der Kundschaft zu verlieren. Das würde mich halt ein bisschen stören. So, jetzt aber schnell den Ofen kaufen. So, jetzt habt ihr eine Leistung von 230. Mann, diese edlen Öfen sind zwar schön, aber die nehmen viel Platz Ding weg. Und es geht sowas von auf die Bewertung. Kapier ich auch nicht, aber gut. Mal, was interessiert den Bonzen das da? Das hat ihn nicht zu jucken. So, da ich ein bisschen Geld habe. Ich habe gar nicht so viel. Ich habe gar nicht jetzt offen. Tschüss. Ihr sollt nicht jetzt kommen. Ich überlege gerade, ich schwanke zwischen dem Edel machen. Und natürlich hier weiter abgehen. Die Fabriken haben sehr viel verloren. Dadurch, dass zwei neue bei mir sind. Das Dock allerdings nicht. Das sind immer noch genug. Naja. Blöder Bürgermeister. Auch wenn natürlich die jetzt trotzdem bei mir sind, das Verteilen das stört. Weil hier bin ich eh schon voll beladen. Ich brauche hier nicht mehr Kundschaft. Wie läuft's denn bei euch? Gut, gut. Gut, gut. Alles in Ordnung. Ja, nichts los. Doch gut, aber das ist teuer, die Miete. Wie könnte sich das leisten? Ich könnte nie so eine teure Miete haben. Gut, ich würde sagen, schmeißen wir unseren ersten Gegner raus. Er muss weg. Und das muss er jetzt spüren. Ich habe kein Geld. Warum hat er so viel? Was will er mit drei Servierkräften? Oder macht er das nach Scheiße, nach Situation? Es sind so viele Bonzen da. Und er wird natürlich einen Großteil davon ernten. Ich kann die, wenn sie kommen, zwar zu mir locken, aber nicht, wenn sie gehen. Kommt ihr eigentlich von da? Naja, egal. Und wie viele gehen? Cool. Der muss ja nicht bei Bonzen so beliebt sein. Tatsächlich, kein Bonze geht zu ihm. Komm eher zu mir. Und die Studis. Ja gut, dann. Und dann ist okay. Habe ich um die Zeit eigentlich offen. Ja. Ab 15 Uhr sogar. Das ist perfekt. Jetzt kommt ein bisschen Geld, ich brauche ein bisschen Stoff. Ich schwanke zwischen so vielen Ideen. Zwischen den platt machen, damit ein Konkurrent weniger ist und vielleicht wir anderen uns etwas verstärken können. Also mir hilft es jetzt wenig, aber vielleicht den, weil ich wieder einen starken Feind haben. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, hier das komplett auf die 4 Sterne zu bringen, das heißt die Bewertung voll und so weiter. Dann hätte ich mindestens mein erstes Ziel geschafft. Und. Genau, das Restaurant bauen. Das kostet aber 80.000. Das ist, denke ich, das meiste. Den Platz zu machen kostet nicht so viel. Das Restaurant die 4 Sterne zu schenken, das weiß ich gar nicht. Das könnte genauso teuer sein, wie hier ein Restaurant kaufen. Deswegen, ein bisschen unsicher bin ich. Was ist das? Wie viele Köche sind das? Das Ding kann doch unmöglich so viele... Hä? Für was hat man 8, 10 Köche? Wenn das Ding gar nicht so viel verarbeiten kann. Oder sind die alle so schlecht? Ja, okay, von der Geschwindigkeit her. Alter. Wo bin ich gerade denn hier, gell?
Das läuft noch, das ist okay. Da hat er auch ein gutes Restaurant aufgebaut. Ist okay eigentlich, ja. Ordentlich Gewinn mache ich auch. Ja, aber nicht meine Zielgruppe leider. Sobald ich Stadtwerbung mache, ist eh alles verloren. Also für die. Ui, 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 ihr seht's. Stufe 3. Er geht ab. Dann ist er gleich auf mit ihm. Sonst kein anderer macht damit. Ich ebenso noch nicht. Und freut mich, so viele zufriedene Kunden. Ich wollte ein Ding machen, eine Bonzenpizza, gell? Eine Bonzen und eine für na, wie heißt's? Welche Farbe haben die? Für die Prolls, genau. Machen wir erstmal Prolls. Was mögt ihr alles? Lachs, was ist das? Erbsen, Schoten, Ananas, Spinat, was ist das? Radieschen und Muskat. Was davon ist Gemüse? Erbsenschoten, denke ich. Und Spinat. Erbsenschoten und Spinat. Erbsenschoten. Ich will erst den Spinat haben. Achso, wie dick belegt mögt ihr es denn? Ihr Prolls? Fett, okay. Okay, da. So? So. Nehmen wir nochmal zurück. Das ist nicht ganz in der Mitte. So, Spinat. Da kommt es, mein zweites Restaurant. Eins musste ich aufgeben, weil so ein Idiot leider zu viel Kunststadt an sich zieht. Aber dafür habe ich jetzt ein neues. Und zwar direkt wieder vor seiner Werbung. Und die werde ich mir zurückholen und das Stadion gewinnen. Er wird keine Chance haben. Die kommen hier drauf, hier drauf, hier drauf, hier drauf. Ja, einen Moment, ich bin gerade beschäftigt. Na, nicht Berlin. Ui. Da hat auch jemand ein Restaurant. Und der wird mir auch die Werbung wegnehmen. Die machen doch wohl Witze. Ich habe doch nie am Bahnhof jemanden gesehen. Was ist denn das? So schlecht ist die Deutsche Bahn auch wieder nicht. Ich habe Angst, dass ich so viel Kundschaft verliere jetzt. Na, oder auch nicht. Nee, will ich nicht. Ich will keine Polizei bei mir haben. So, Radieschen, was habe ich noch? Ananas, Muskat, Lachs. Ananas, Muskat, Lachs, Lachs. Nee, das ist nicht, das ist das. So. So, Lachs, 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 Lachs. Ananas. Ananas, Ananas, Ananas und Muskat. So. Wie gefällt es euch? Absolut nicht. Ich habe aber jede Zutat eingebaut. Na gut, ich werde sie trotzdem mal benutzen. Rolls. Berlin. Berlin. Ah, dann. Ne, schreiben wir lieber B, weil ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal ausschalten kann.
bei den ganzen anderen Namen. Gut, und fügen wir es auch gleich hinzu. Rolls B. Und jetzt noch eine für die nicht Prolls, sondern für die Bonzen. Schwein, Bellkäse, Champignons. Champignons sind hier gerne, ja. Machen wir erstmal mit Champignons. Ab geht's. Da, 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 da. Da, da. Champignons. Jetzt Fleisch. Und zwar sehr viel Schwein, wie es aussieht. Eine Käse kommt danach erstmal. Belpesa und Ricotta. Belpesa und Ricotta. Da haben wir was. So, jetzt noch diesen anderen da, genau. Pesa und Ricotta. Jetzt kommt aber viel von Schwein. Und dann kommt nur noch ein Ei fertig. Schwein, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Schwein und wo finde ich Ei da? Ist auch Fleisch, okay. So, und es ist eine Katastrophe. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was ich falsch mache. Vielleicht bin ich zu ungenau, das kann natürlich sein. Aber... Hinzufügen. Dann lassen wir halt noch eine Automatik erstellen. Genau, Prolls. Lassen wir noch eine stellen und Bonzen. Und jetzt fügen die wir auch noch hinzu. Genau, die muss jetzt aber... Aber die ist auch nicht gut, gell? Die Bonzen 2 ist... Naja, mittelmäßig. Und wie hieß die andere? Prolls 2? Achso, das ist die gesamte Speisekarte-Bewertung. Achso. Dann sehe ich sie nicht. Mal sehen, ob es denen gefällt. Auf jeden Fall 72.000 habe ich. Das hat sich gelohnt, die Zeit zu vertreiben. Kann ich jetzt erstmal umsehen? Leider muss ich eines meiner Restaurants aufgeben. Doch das macht nichts. Ich schaffe Platz für Neues. Und ich kontrolliere immer noch die Mitte. Für 3 kann man... Beim Wachenausbildung, Kurieranhäutung für Ratten und Stinkbomben. Schläger. Schläger. Gangster. Achso, das hat er noch nicht. Er hat nur Stufe 4. Hat er doch, oder? Habe ich richtig gesehen. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann nur Stufe 4. Muss ich aufpassen. Wenn jemand auf die Idee kommt, zum Beispiel mein Hauptquartier zu sprengen. Dann gute Nacht. Dann bin ich weg.